Ja, herzlich willkommen. Ja, wofür braucht man denn eine Goldwaage, wenn man gar kein Gold hat? Ja, heutzutage wird ja fast jedes Wort mittlerweile auf eine Goldwaage gelegt und bewertet und entsprechend, ja, nach Bewertung kommt dann eventuell ein Shitstorm. Ein neues, eingedeutschtes Wort. Also, ich möchte auch die deutsche Übersetzung lieber nicht sagen. Ja, in der heutigen Zeit ist es ganz schnell dabei, egal was ich sage oder du sagst, irgendwo eine Stellungnahme machst, irgendetwas in Facebook oder Instagram oder welche anderen Medien auch immer noch da sind. Wenn du da irgendetwas schreibst, da wird sich mindestens jemand finden, der genau anderer Ansicht ist. Und überhaupt, wie kann man da das Wort oder das sagen, was man da so sagt? Ja, also ich möchte gerne weiterhin sagen können, was ich sagen möchte und möchte mir da jetzt nicht so viele Einschnitte machen lassen, aber auch ungern natürlich, ja, ständig irgendwie mich damit befassen zu müssen, was denn da für Kommentare kommen. Ich habe in meinen Videos bisher, na, immer nur vereinzelte komische Kommentare, nenne ich sie mal, bekommen. Bisher bin ich also verschont geblieben. Ja, und doch kann mich das ja auch noch mal beflügeln darin, dass ich mir überlege, welche Worte ich sagen möchte und was ich schreiben möchte und ob es das wirklich wert ist, wenn es mir wirklich am Herzen liegt. Ja, dann raus damit. Und dann, ja, bin ich auch bereit, einen Shitstorm auszuhalten, weil es mir am Herzen liegt. Und natürlich kann es sein, dass Kommentare von anderen Menschen mir nochmal eine neue Sicht auf die Dinge bringen und ich dann, ja, auch vielleicht nochmal wirklich eine Änderung vornehme. Und das, finde ich, wird in der heutigen Zeit ja doch nicht mehr so gemacht, weil man einfach nur drauf drischt und dann sagt, wie kann man nur, und anstatt eben eine wirklich neue Sicht der Dinge, eine persönliche Sicht, die nicht schon einfach nur eine schlussendliche Bewertung darstellt, sondern ja, warum? Warum sollte man denn etwas anders sehen oder etwas anders benennen? Das wäre sehr schön, wenn das doch auch immer mit dabei wäre und nicht unbedingt direkt persönliche Angriffe dann stattfinden würden, die dann meist unterhalb der Gürtellinie stattfinden. Warum auch immer, aber das scheint so, dass wir da in dieser Form strukturiert sind. Ja, also die Goldwaage im Kopf, nicht aus Angst vor irgendeinem Shitstorm, sondern um dir klar zu werden, okay, ist das das, was ich wirklich empfinde? Und woher kommt diese Empfindung? Was habe ich da für einen Glaubenssatz, für eine Überzeugung in mir? Ja, denn eine Empfindung kann nur ausgelöst werden, wenn ich dazu einen wirklichen Glaubenssatz habe, eine Überzeugung, die so tief setzt, dass sie meist übernommen wurde, ohne sie hinterfragen zu können, genau. Weil wir sie nämlich sehr, sehr früh in unserer Kindheit gehört haben, übernommen haben,
und als richtig empfunden haben. Und deshalb muss man auch die Goldwaage ganz fein justieren. Genau schauen, okay, was sind denn da diese Gewichte? Woher kommen diese Gewichte? Und dann, ja, dann auch eben etwas hinausgeben und sagen, ja, das ist etwas, wovon ich ganz persönlich wirklich überzeugt bin. Und dann kann man sich freuen, wenn dann entsprechend ja, qualifizierte Äußerungen dazukommen. Für die bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, ich bin nicht so dankbar für all diese nicht so qualifizierten Herausschreier, die da irgendetwas hinausposaunen, wo ich auch nicht so einverstanden bin mit. Aber meist kommentiere ich die gar nicht, sondern lasse sie einfach stehen. Sie sprechen ja für sich. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag, ja, mit hoffentlich viel, viel Liebe für dich selbst und für alles um dich herum. Bis dann. Tschüss. Ja.